von der Brennnessel kann man alles verwenden, von den Blättern bis zu den Wurzeln. Und im Winter oder im Herbst sammeln wir die Samen für die Brennnesseln. Sie sind sehr gesund und sie sind aphrodisierend, wirken gegen Stress und gegen Müdigkeit. Dann genau wie beim Schnitzel im Mehl, dann ins geschlagene Ei und dann in unsere Brennnesselsamenpanade, bestehend aus Semmelmehl und Brennnesselsamen, ungefähr Hälfte, Hälfte. Also ein Teil Semmelmehl, ein Teil Brennnessel. So, und schon haben wir unser Schnitzel in Brennnesselsamenpanade. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.